Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Empty Soul. Part Nummer 14. Part Nummer 14 oder so. Wir haben irgendeinen. Wir haben den Schlüssel bekommen und. Okay, das passiert halt bei einer Anmoderation einfach mal so. Schön. Danke. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber schön, dass ihr wieder da seid. Okay. Ja, ich habe den Schlüssel. Zeit hier herauszukommen. Ihn benutzen, ja. Ich muss vorsichtig sein. Ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Wen juckt's? Du wirst ihm nachhelfen. Na los, los! Bitte nicht. Oh Gott. Das ist richtig. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder wonach ich suche. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh doch weg! Ja. Du kamst am Ende. Ich dachte, du würdest es nicht schaffen. Mein Kopf. Mein Herz. Endlich haben wir uns getroffen. Nach so viel hast du mich endlich gefunden. Jeder ist am richtigen Ort. Die Bühne wurde betreten. Oder die Rollen gelegt oder wie auch immer. Du, da ist nur ein Bauernstück, also Bauerndings, was fehlt. Das bist du, Solon. Weißt du, von Schach und Bauer. Ich kann gerade nicht. Puh. 2 Minuten ist das ein bisschen viel. Der Anfang vom Ende beginnt. Chapter 3, das Ende. Muss ich irgendwas drücken? Weiß ich nicht. Aber es war ein bisschen weird. Jetzt sind wir in einem Bett. Wieso? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Ich bin hier dran gefesselt. Oh, verdammt. Ja, ich denke auch. Hallo, Hilfe, ich brauche Hilfe. Ah. Wer tut sowas? Weiß ich nicht, Solen. Hallo, Solen. Du bist endlich wach. Diese Stimme. Wer bist du? Wie ich versprochen habe. Ich beantworte alles, was du wissen möchtest. Die Suche ist nun vorbei. Hier liegt nichts weiter hinter dem. Oder es kommt nicht noch mehr oder so. Zeig dich endlich. Wie du mir befiehlst. Ach da. Was? Du?
Transition. Ich weiß leider nicht, was das heißt. Es passiert nichts. Überrascht? Wieso denn jetzt Handy? Du warst es, all die Zeit. Du hast recht, Schwester. Ich habe dich hierher geführt. Aber Sandy ist doch nicht unsere Schwester. Schwester? Was? Was? Wovon redest du? Hahaha. Ich dachte, du hättest dich schon an alles erinnert, nach all der Zeit. Dein Kopf ist so hart wie ein Stein. Ich könnte dich 100 Mal damit, mit irgendwas schlagen und du würdest nicht aufwachen. Lass mich gehen. Wo ist die Nachricht? Was hast du ihr angetan? Sie wartet. Jeder ist hier. Oh, ich denke, du liegst da nicht wirklich bequem, oder? Okay, ich mach dich frei. Aber du musst dich benehmen. Anderenfalls. Eine Pistole? Was denkt sie denn bitte? Meine Sachen. Ich habe nichts mehr. Keine andere Wahl. Okay. Ich werde mich gut benehmen. Nun verstehen wir beide uns. Genauso wie in den alten Zeiten, ja? Richtig. Okay, du bist jetzt frei. Dankeschön. Man muss ja auch mal Danke sagen, ne? Das ist sonst immer, kann ich alles immer für selbstverständlich hinnehmen. Du hast mir zuvor geholfen. Wieso? Was ist denn passiert? Oder was passiert überhaupt? Was ist die Bedeutung hinter all dem? Ich habe dir bereits gesagt, ich werde dir alles beantworten, was du wissen willst. Aber ich zeige es dir lieber. Das ist einfacher. Folge mir bitte. Ich kann nicht. Ich möchte eigentlich ganz gerne mich umgucken. Komm schon, Schwester. Jeder wartet bereits. Wieso nennst du mich? Okay. Nicht, dass sie uns gleich erschießt oder so. Das haben wir nicht. Ja, okay. Hier scheint nichts weiter zu sein. Bereit zu gehen? Was willst du von mir? Ich? Nein, 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 nein. Ich bin nicht diejenige, die etwas will. Und wer bist du wirklich? Ich bin deine Schwester. Die eine von dem Traum. Erinnerst du dich? Mr. Cat, bla bla bla. Das kann nicht wahr sein. Du bist Sandy, die Journalistin. Und Shane, er ist dein... Mein Ehemann? Hast du das wirklich geglaubt? Du bist ja ziemlich verwirrt, ne? Nun, da wir jetzt wieder zusammen sind, wird es einfacher sein. Ach ja, noch eine Sache. Ich gebe dir einen Tipp. Nach diesem Punkt wirst du viele Dinge sehen und hören. Dinge, die dir nicht gefallen werden. Und egal was passiert, einfach weitergehen. Sei dir sicher, das Ende zu erreichen, lebend. In anderen Worten, es juckt mich nicht wie, aber Hauptsache du überlebst. Warum sagst du mir all das? Was passiert denn als nächstes?
Du wirst die Wahrheit finden und es könnte gefährlich sein. Nein, ist es nicht. Es ist nicht real. Ich werde hier rausgehen, wie ich es bereits schon vorher getan habe. Noch mehr Leichen. Was ist das? Achso, ich dachte, da wäre jetzt irgendwas. Da geht's nicht. Okay. Ich möchte hier eigentlich weniger raus, aber das ist ja egal. Können wir hier speichern? Können wir machen da. Nun, wo sollen wir anfangen? Hey, ich will dich etwas fragen. Ja? Wenn all das zum Ende kommt, kann ich dann nach Hause gehen? Berechtigte Frage. Ich denke, ich kann das gerade nicht beantworten. Tut mir leid. Du hast mir erzählt, du würdest alle meine Fragen beantworten. Und das werde ich. Aber alles wird nach und nach erklärt, wenn die richtige Zeit kommt. Nicht gleich übertreiben, Schwesterherz. Das ist eine lange Reise. So lass uns also Step für Step gehen, okay? Das ist etwas, was mich beunruhigt. Schwester, wer bist du überhaupt? Du erinnerst dich immer noch nicht? Nicht mal nachdem ich dir unsere Vergangenheit gezeigt habe? Es war definitiv du. Aber wenn du diese Sinage warst, wäre es dann Sinage, richtig? Sieht aus, als wäre dieses Mädchen dein einziger Fokus geworden. Sollen wir weitermachen? Wir werden nicht über diesen Lüftungsschacht gehen. Ich denke, da kommt irgendwas raus. Wir sollen hier lebend bei weiterkommen. Ich kann mich nicht bewegen. Willkommen. Was ist das für ein Ort? Sieht aus wie ein Traum. Ein Traum? Ja, du könntest es so nennen. Das hier, dieser Ort hier, ist der Ort, an dem all deine Erinnerungen gespeichert sind. Ich habe mein Bestes versucht, die ganze Zeit über, sie für dich festzubinden. Sie festbinden? Für mich? Ja, ich war hier schon die ganze Zeit über. Deshalb konnten wir uns auch vorher nicht treffen, Schwesterherz. Dankeschön. Jetzt noch nicht. Bedank dich noch nicht. Ich habe meine eigenen Gründe dafür. Werde ich die Wahrheit hier finden? Wirst du? Und du musst dich deinen eigenen Ängsten stellen und allem, was du vergessen hast, und alles wird wieder zurückkehren. Bist du bereit? Ich kann nicht zurück, also bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bin bereit. Super, mir gefällt das. Dann brauchst du das hier. Eine Lampe, yeah. Erinnerst du dich an die? Deinen alten Freund. Das hatte ich schon. Entschuldigung, das hatte ich schon so weit gebracht. Meine Lampe. Es wird Zeit. Du entscheidest, Solin. Wo willst du beginnen? Es ist deine Entscheidung. Ich möchte beim Speichern beginnen und dann diese Folge beenden, weil das möchte ich mir dann tatsächlich für die eventuell letzte Folge aufheben.
Scheint sehr interessant zu sein hier. Haben wir denn, was haben wir? Ich kann das Menü nicht öffnen. Nein. Okay, dann speichere ich einfach nochmal. Ja. Ephemeral. Gut, dann sehen wir uns in der wahrscheinlich letzten Folge wieder. Und bis dahin, Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns. Haut rein.